Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Kingdoms of Amalur. Wir sind immer noch hier in Adessa, sind hier im Domus Politica und haben hier nur zwei kleine Leute, die irgendwas von uns wollen. Naja, er ist nur ein Händler. Seneker Makit, hallöchen. Ah, der Gast des Sandsteingutes. Wie kann euch das Domus Politica heute zu Diensten sein? Zum ersten frage ich mich, warum du nur auf unserem linken Ohr sprichst. Zum anderen wollte ich mal gucken, ob es hier... Oh ja, das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Ja, die und die auch noch und den kriegst du auch noch und ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Nee, habe ich doch nicht. Gut. Obwohl unsere Stadt erst halb fertig ist, stellt sie in dieser Wüste schon jetzt ein Leuchtfeuer des Wissens dar. Mhm. Im Arkadium finde ich häufig genau das, was ich brauche. Sei es ein Stück Kunst oder ein Haushaltsgegenstand. Die Wälle beherbergen die öffentlichen Einrichtungen Adessas. Das Schatzamt, die Laboratorien, die Garnison, das Gefängnis und sogar das Arkadium. Wenn ihr irgendetwas brauchen solltet, findet ihr es dort. Die Garnison ist eines der ältesten Gebäude in den Wällen, beinahe so alt wie das Livrarium. Das Gefängnis ist noch relativ neu. Als wir Gnome uns hier ursprünglich niedergelassen haben, gab es dafür noch keinen Bedarf. In den Laboratorien werden die meisten wissenschaftlichen und magischen Studien in Adessa durchgeführt. Es ist das Finanzzentrum Adessas. Größere Handelsgeschäfte werden dort statt im Arkadium durchgeführt. Ihr wollt wissen, wer ich bin? Ich bin der führende Schreiber hier. Kommt zu mir, wenn ihr eine Abschrift eines Briefes oder Buches braucht. 3 Minuten pro Seite, das garantiere ich euch. Das klingt nach einer Information, die wir vielleicht nochmal gebrauchen werden. Gut, und da ist Kurdan Passant, einer von den dreien, die uns einen Brief geschrieben haben, als wir hier angekommen sind. Hallo, was können wir für dich tun? Oh weh, oh weh. Die Lage ist schlimmer, als ich gedacht hätte. Ah, Fremder. Ich glaube, ich habe... Ich meine... Ich brauche Hilfe von euresgleichen. Es ist dringend und sehr heikel. Was braucht ihr denn? Es gibt eine Depesche, die ich verfasst habe. Ich bin Schreiber. Ich erhielt den Auftrag dazu von der Basilika, von Scholaren Eirankurt. Eine seltsame Depesche, für Rathier bestimmt. Und obwohl wir Gnome neutral sind, nun, die Depesche enthielt Ermutigungen, keine Versprechen. Niemals Versprechen geben, so lautet die Regel. Die Depesche wurde verfasst, versiegelt und verschickt, aber sie kam nie an. Scholaren Eirankurt fordert meinen Kopf dafür. Die Depesche muss gefunden werden. Okay, wir finden die Emser-Depesche, keine Sorge. Wir werden die Einigungskriege anfackeln. Ich habe einen Hinweis für euch. Die Botin, die die Depesche eingesteckt hat. Sie war eine Reisende, eine Dokalfa namens Pavin Vell. Aus dem Sonnenlager. Sie sagte, Eirankurt habe die Zustellung arrangiert. Ich hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Reisende werden hier oft als Boten eingesetzt. Aber sie hatte die Depesche zuletzt. Okay. Wo soll ich nochmal suchen? Eine Botin sollte sie nach Rathier bringen. Eine Reisende namens Pavin Vell. Sie hat die Depesche zuletzt gesehen. Sie wird wissen, was passiert ist. Okay. Viele von uns nehmen einen weiten Weg aus unserer Heimat auf sich, um hier erfolgreich zu sein. Eine neue Stadt bietet auch neue Möglichkeiten des gesellschaftlichen Aufstiegs. Ich bin seit mehr als 10 Jahren Schreiber im Domus. Ich werde häufig angefordert, um offizielle Korrespondenzen und Briefe diplomatischer Natur aufzusetzen. Das Domus Politica kümmert sich um sämtliche Schriftsätze, die erforderlich sind, um die diplomatischen Bemühungen der Templer zu unterstützen. Die gnomische Gesellschaft wird von einigen wenigen angeführt, die sich auf die Arbeit vieler stützen. Wir arbeiten hier in den Wellen, damit sie die Freiheit haben, uns erfolgreicher zu führen. Für die Gnome ist der Krieg keine akzeptable Situation. Wir können keine der Parteien unterstützen, bis ein Frieden ausgehandelt wurde. Die Vorteile, die ein derartiger Konflikt birgt, sind kurzlebig, verglichen mit dem jahrzehntelangen Wiederaufbau, den er nach sich zieht.
Die Templer sind beispielhaft für alles Großartige an unserem Volk. Weisheit, Scharfsinnigkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Gut. Wie ihr meint. Jo, dann lebt ihr auch mal wohl. Zurück an den Absender haben wir hier. Nicht nur ein Achievement in Minecraft, nein, auch anscheinend eine Quest hier in Amalur. Gut, machen wir aber noch nicht gleich, sondern wir gehen jetzt erstmal in die Laboratorien, die hier gleich auf der anderen Seite sein müssten, als letzte Amtshandlung in den Wellen, bevor wir uns den Quests zuwenden. Genau, so, die Laboratorien, hier sind wir schon. Gleich mal schauen, wer sich hier lohnt anzusprechen. Aber wahrscheinlich diese beiden da, die da Quest Javert Pohl und Eloren Kriet haben wir. Und ansonsten nur die Questgeber. Gut, Javert. Du bist du? Nee, du bist Bürger. Du bist. Nee, was? Javert ist oben. Gibt's einen oben? Ja, da gibt's einen oben. Okay, das ist ein ganz oben. Das machen wir dann gleich erst. Gut, Augen, Kompendium 1. Nee, danke. So, hier haben wir dich doch. Eloren Kriet. Noch eine Ergebnisreihe dieser verfluchten Narren aus den Naros-Landen. Bereiten die ihre Daten denn überhaupt nicht auf? Weiß ich nicht. Es ist der mit Abstand bedeutendste Ort in den Feinlanden. Es beherbergt das gesamte Wissen, die Kultur und die Fortschritte der Gnome. Wir führen innerhalb und außerhalb der Stadt Experimente durch und sammeln die dabei gewonnenen Informationen. Ich widme mein Leben der Auswertung der Ergebnisse unserer Experimente und finde heraus, wie sie der Basilika Gnostra nützlich sein können. Das ist meine Pflicht und meine Aufgabe. Naja, gut, dann legt euch mal wieder hin. Diese kleine Brille sieht sehr seltsam aus. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Was? Hi, Kumpel. Bist du... Nein, du bist Bürger. Bürger brauchen wir nicht. Bürger Lars Dietrich vielleicht noch am allerersten, aber... So, nein. Auch hier, nö, nix zum Looten für uns. Da haben wir den Kollegen. Javert Pohl. Kennen wir den nicht schon? Es ist schön, euch hier draußen in der Stadt zu sehen. Es gibt hier so vieles, um einen wissbegierigen Geist zu beschäftigen. Den Markt, das Arkadium, die Garnison, die Laboratorien. Ja, den kennen wir schon. Toll. Auf Wiedersehen. Dann nicht. Dann vergiss es. Dann leckst du mich fett. So, brechen wir das hier auf. Und haben ganz tolle Sachen, die alle behalten können. Nee, nehme ich nicht mit. Kompendium 14, Kompendium 8, Buch der Artefakte. Ich wage es langsam zu bezweifeln, dass es andere Werke außer diese vier Kompendien gibt, die wir schon haben. So langsam aber sicher bin ich der Überzeugung. Irgendwann werden wir sie lesen. Vielleicht müssen wir aber auch erst nach Clurikon, um die anderen Parts zu finden. Ich weiß es nicht. Werden wir rausfinden. Wir haben die auf jeden Fall hier schon mal eingelagert in unserer Kiste. Also hat das Zeit. So, und hier ist Feride Uet. Interessant. Größer als ich dachte, aber ihr seid als Versuchsperson geeignet. Ihr seid der Gast im Sandsteingut, richtig? Andernfalls muss ich mich woanders umsehen. Nee, wir sind vom Sandsteingut. Wovon redet ihr denn? Ich spreche von meinem Experiment. Der Höhepunkt eines Jahrzehnts der Forschung. Ich brauche eure Hilfe. Ich studiere das Wachstum der Magie. Und da ihr in Alistar wart, habt ihr vielleicht das letzte Teil, das mir noch fehlt. Was ist das denn für ein Experiment? Dieses Experiment wird ein ganzes Jahrzehnt der Forschung abschließen. Es geht um die Beobachtung kinetischer Mana-Aggregation. Ich habe eine Reihe wilder Proben aus diesen Landen gesammelt. Für viel Geld. Ihr sollt sie bekämpfen, während ich euch beobachte. Ah, ja. In der Stadt machen Gerüchte über die Arbeit dort die Runde. Die Arbeit, die einen gewissen jemand mit einschloss. Und wozu braucht er mich? Es gibt zwei Gründe. Zum einen stammt ihr nicht aus dem Hospitalis-Quartier. Das heißt, ich darf euch rechtmäßig als Versuchsperson einsetzen. Zum anderen wart ihr in Alistar. Leugnet es nicht. Ich habe genug in Erfahrung gebracht. Ihr wart mächtiger Magie ausgesetzt. Aber, ja gut, wir werden helfen. Sehr gut, sehr gut. Ich will gleich beginnen. Bitte kommt in mein Laboratorium in der Mine von Odessa. Hä? Da waren wir doch erst in der letzten Folge.
Was ist denn in der Adressamine? Nee, in der vorletzten war das trotzdem. Was ist denn da? Ein privater Bereich, in dem ihr die Proben bekämpfen könnt, die ich für dieses Experiment beschafft habe. Wenn das Experiment beendet ist, werde ich euch reich belohnen. Nun kommt, wir müssen aufbrechen. Okay. Diese Stadt wurde auf Grundsätzen errichtet. Sie ist das Idealbild der Gnome. Unsere Pläne, genauestens umgesetzt von unzähligen Arbeitern, um eine perfekte Harmonie zu schaffen. Falls euch die Gebäude der Welle nicht zusagen, habt ihr dann schon das Arkadium besucht? Oder die Märkte? Das Angebot dort dürfte euch ausgesprochen nützlich sein. Ich bin schon so lange Forscher in Adessa, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich damit angefangen habe. Es fiel mit dem Beginn meiner Studien zusammen, mit dem Anstieg der Magie. Sie sind das große Versuchsgelände des Wissens. Hier kann ein Forscher eine Behauptung aufstellen, mit ihr experimentieren und die Ergebnisse dann bis zur Basilika nachverfolgen. Gut. Bis dann. Lebt wohl. Bevor wir uns um euch kümmern, angewandte Wissenschaft. Verfluchte Truhen. Der Dinjar. Ihr seht aus, als hättet ihr ein wenig Zeit übrig. Wollt ihr euch vielleicht ein paar Münzen verdienen? Was braucht ihr denn? Noch nicht katalogisierte Bücher werden in mit Schutzzaubern versehenen Behältern aufbewahrt. Wenn ihr mir etwas Zeit ersparen könntet, würde ich euch gut dafür bezahlen. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch den einzelnen Behältern zu nähern und ihre Schutzzauber zu bannen. Ich bezahle euch für jeden gebannten Zauber. Okay, ja, warum nicht? Hervorragend. Ich werde einige von ihnen nach oben bringen lassen. Sie warten dann im Alkoven im Obergeschoss auf euch. Okay, wo sind die Dinger nochmal? Ihr findet sie im oberen Stock. Ich bezahle euch, sobald ihr einige der Schutzzauber gebannt habt. Gut. Es ist ein wahrhaft wunderbarer Ort. Die Arbeiten, die ich dank der finanziellen Unterstützung durchführen konnte, es ist einfach atemberaubend. Ich habe die Aufgabe, die Ergebnisse unzähliger Experimente durchzugehen und sie zu präzisen Daten zusammenzufassen. So kann die Basilika Gnostra unsere Erkenntnisse dann besser einstufen. Wir verarbeiten sämtliche Daten der Experimente, ob sie nun intern oder auswärtig durchgeführt werden. Sobald sie zusammengetragen sind, leiten wir sie an die Basilika Gnostra weiter. Gut, dann lebt ihr mal wohl. Oder habt ihr alles erledigt? Es war mir ein Vergnügen. Habt ihr schon alles erledigt? Nein, ich habe noch nicht alles erledigt. Dankeschön. So, dann bannen wir doch erstmal ein paar Truhen. Gut, dass wir hier gerade eben schon oben waren. Na, ihr Kisten. Oh, das war kompliziert. Oh, war das kompliziert. War das kompliziert. Oh. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war ja richtig schwierig. So, die Truhen sind fertig. Habt ihr alles erledigt, was ihr euch vorgenommen hattet? Naja, die Truhen sind fertig. Ich verstehe. Ich bezahle euch für alle Behälter, deren Schutzzauber ihr gebannt habt. Kommt wieder zu mir, wenn ihr weitere Arbeit sucht. Nee, danke. Ich werde diese verfluchten Zauber auf den Behältern niemals gebannt kriegen. Aber gut. Es war mir ein Vergnügen. Mach's gut. Wir kümmern uns später um den Scheiß. Nein, ich glaube, das ist auch wieder so eine unendliche Quest. Jo. Genau. Also, das ist... Da haben wir es. Laborassistent. Richtig. Also, brauchen wir nicht zu machen. Dann gehen wir doch einfach mal in die Mine. War doch hier, ne? Nee, war nicht hier. Mine war unten. Oh, was passiert hier? Ich habe mich ein bisschen mit dem Mauskabel verheddert. Was? Ja, ich habe mich mit dem Mauskabel verheddert. Es tut mir doch leid, dass ich das getan habe. Ich bin halt schlecht. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Sorry. Nach so einem harten Arbeitstag wie heute. So, ab in die Mine. Hey, ab in die Mine. So, Feride, was los? Wir können. Ah, ihr seid gekommen. Wunderbar, wunderbar. Dann können wir anfangen. Lasst euch von meinen Proben nicht beunruhigen. Sie sind betäubt. Vollständig unter meiner Kontrolle. Also, wie funktioniert das? Ich habe eine regelrechte Menagerie versammelt.
Ihr sollt sie bekämpfen. Wobei die Gegner immer stärker werden. Sie müssten bald aus der Betäubung erwachen. Ich ziehe mich in meinen Beobachtungsbereich zurück. Das Experiment kann beginnen. Gut. Bis dann. Zieht euch mal zurück. Womit fangen wir an? Mit euch? Bogarts. Kobolde. Ein Troll. Oh Gott. Das war ja stark. Richtig gute Gegner. So, ich glaube, das Experiment ist abgeschlossen, oder? Wunderbar, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Vielleicht darf ich in der Basilika Gnostra sprechen. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Bitte nehmt diese Tränke, um die Wunden zu heilen, die ihr euch während des Experiments vielleicht zugezogen habt. Danke noch einmal. Bitteschön. Bis dann. Bis denn. So, und dann brauchen wir jetzt zurück an den Absender. Das nehmen wir noch mit. Angewandte Wissenschaft, ja, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Also die Quests hier sind allesamt irgendwie so und fertig. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass die alle so kurz sind, einfach. Hin, fertig. Hin, fertig. So, aber dann gehen wir jetzt erstmal ins Sonnenlager. Nur für diese eine Quest, keine Sorge. Ich glaube auch, diese Person gibt's. Gibt sie vorher hier, bevor man die Quest angenommen hat? Wahrscheinlich ja. Person! Persönchen! Hey ho! So. Du bist nicht zufällig? Nee, das ist die richtige. Parvenwell. Ah, ich scheine einen Gast angelockt zu haben. Wie kann ich euch helfen? Und zwar, Kurdan Passant möchte seine Depesche. Ach, dieser quietschende kleine Gnom aus Odessa? Er roch nach Pergament und Buchleim, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist der. Ich wurde bezahlt, die Depesche bei ihm abzuholen. Eine gnomische Scholare namens Ayrankurt hat mich angeheuert. Ich sollte sie an mich nehmen und in den Steinbruch werfen. Dort findet ihr die Depesche, wenn ihr sie sucht. Ich kann euch sogar Ayrankurts Befehl als Beweis geben. Wenn ihr bezahlt. Für euch ist sie doch nichts wert, oder? Aber für euch ist sie alles andere als wertlos. Das reicht mir als Grund, euch dafür bezahlen zu lassen. Ja, okay. Ich sagte es euch doch. Ich habe den Wisch in den Steinbruch in Apotüre geworfen. Dafür wurde ich bezahlt. Wenn euch das Ganze so brennend interessiert, ich habe meine Anweisungen noch. Ihr könnt sie haben. Gegen Bezahlung. Ja, bitte. Helfen Reisende einander nicht eigentlich? Wir sind keine Kriegsgeweihten. Wir leisten keine Eide oder ähnlichen Unsinn. Aber ich kann euch wohl unter die Arme greifen. Hier, nehmt sie einfach. Danke. Gut. Dann vielleicht ein andermal. Quatschen machen wir später. Ist das wirklich... Es ist wirklich im Zünnrig-Steinbruch, ey. Ich hasse die Welt. Warum immer wieder in den scheiß Zünnrig-Steinbruch? Befehle. Eine Notiz mit den Details zu einem Plan, die von Kurdan Passant verfasste Depesche zu verlieren. Jo. Gut, dann... Bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als in diesem scheiß Steinbruch nach der Depesche zu suchen. Ich hoffe, wir müssen nicht rein. Aber die Gegner werden sowieso nachgespawnt sein und die Gegner davor werden genauso dämlich sein wie die Gegner darin. Oh, okay, sie sind nur zu zweit. Alles gut, nur zu zweit. Bleib hier, hm? Okay. Ach, da haben wir sie. Komm her, Depesche. Unsere Politik ist von größerem Pragmatismus geprägt, als manch einer zugeben mag. Sollte die Auseinandersetzung mit euren Feinden plötzlich ein triumphales Ende nehmen, so wisset, dass wir diese Gelegenheit vorhergesehen haben. Wir wünschen einen Waffenstillstand, einen Frieden, der uns allen Wohlstand einbringt. Wisset, dass wir bereit für alle Verhandlungen sind. Okay, gut. Die Depesche haben wir, die Befehle von Ayrankurt haben wir. Dann sagen wir Kurdan mal Bescheid. Noch einer? Nee, ich bin schon wieder derselbe. Ich bin immer wieder derselbe. Es tut mir leid. Ich bin kein Formwandler. Ja, ich bin halt hier, um Sachen zu tun. Quests abgeben und so ein Zeug.
Kuran, hier, bitteschön. Ihr habt die Depesche gefunden. Aber warum würde Scholaren Ayrancourt wollen, dass sie verloren geht? Sie hat sie doch in Auftrag gegeben. Es steht mir nicht zu, sie zu hinterfragen. Doch es wird sicher gewichtige Gründe gegeben haben. Bitte, Fremder, sucht Ayrancourt und findet heraus, was hier vor sich geht. Jo, wo ist die Alte? Ihr findet sie auf den Inseln. Vermutlich in der Basilika Gnostra. Konfrontiert sie mit den Informationen, die wir bezüglich der Depesche gesammelt haben. Gut, machen wir. Was ist hier drin? Nicht. Gut. Alles klar. Dann, wir wollten ja sowieso auf die Inseln von Adessa. Das ist ja unser nächster... Was kann ich für euch tun? Nichts, danke. Das ist ja unser nächster Anlaufspunkt. Ja? Ja, das ist unser nächster Anlaufspunkt. So, und ich stelle mir gerade die Frage, trifft Templerin Joriel. Wo ist die nochmal? Auch in den Inseln. Gut. Auf den Inseln. In den Inseln wahrscheinlich eher nicht. Macht es einen großen Unterschied, ob ich hier lang gehe oder da oben? Ich hoffe einfach mal nicht. So, die Inseln. Oh Mann, ein Überzeugungsausbilder. Habe ich das mir nicht schon aufgeschrieben? Dass es hier Überzeugung gab? Ne, Überzeugung gab, hatte ich noch nicht aufgeschrieben, ne? Bannen, Sinnesschärfe 2. Ne, Überzeugung habe ich mir noch nicht aufgeschrieben. Ach du Kacke. So, ich laufe erstmal eine Runde im Kreis. Hier hinten haben wir auch anscheinend Ayrancourt. Lust auf eine Plauderei? Oh, du, eigentlich gerade noch nicht, danke. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, Paket abliefern und Bruder Tilts Bücher. So, gibt's hier irgendwelche interessanten Leute außer dem Typen, der da eine Quest für uns hat? Myrene Toll. Haben wir nicht schon mit ihr gesprochen? Ara Lollyrs. Okay, nur da drüben. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. In die Basilika Gnostra. Da müsste ja Ayrancourt auch sein, oder? Nee, du musst... Ach, das ist mir zu durcheinander und zu lateinisch klingend. Das schaltet mein Kopf gleich ab. Ayrancourt, okay. Es ist tatsächlich sie. Und da haben wir die andere, der wir das Paketchen geben müssen. Lenero Faust haben wir hier. Cleas Nerene. Und die beiden mit der Quest. Okay, dann gehen wir erstmal zu denen. Kollege Faust. Nee, du bist es nicht. Ach, er ist wahrscheinlich auch oben. Seid gesegnet. Hallo, selber? Nehme ich mal nicht mit. Nehme ich mal nicht mit. Das kennen wir schon. Eine Notiz. Ah, noch eine Notiz. Ich habe mehrere Beschwerden von den Gelehrten in den Wellen über den Verlust des Sandsteingutes als neue Arbeitsstätte erhalten. Dieser Gast, wer es auch sein mag, scheint wichtiger zu sein. Es fällt mir schwer, das zu glauben, besonders nach den Vorkommnissen im Turm von Alistar. Doch die Anweisung kommt von höchster Stelle. Wir können nichts ausrichten. D. Über die Lebenskraft der Feinde, das kennen wir auch schon. Möchtet ihr euch unterhalten? Ah ja, eigentlich schon, aber nicht mit euch. Danke für das nette Angebot. Ach, guck an. Nee, wie gesagt, mit dir nicht. Genauso wenig mit deinem Vetter, der da dieselbe Stimme teilt. Linguistik, oh nein. Makellos durchbohrend, das nehme ich mit. Und genauso die Linguistik. Es tut mir leid. Ey, nicht mich angreifen, bitte. Hier, da ist Lenero Faust. Habt ihr denn keine Wachen? Doch, da ist eine Wache. Ihr da, halt. Hi. Lasst euch sterben, Schurke. So, Mr. Faust, ich hab euch gesucht. Bewahrt den Frieden, Fremder. Ich weiß, ihr wurdet im Sandstein gut willkommen geheißen, aber wir können keine Probleme von außerhalb brauchen. Ich bin der Problemlöser, ja? Außer, dass ich ab und zu mal klaue. Wir sind das Rückgrat der gnomischen Gesellschaft. Die Scholaren sind der Verstand und die Templer der Wille. Wir jedoch, wir sind das ausführende Element. Ich bin der Anführer der prätorianischen Wache auf den Inseln.
Meine Männer und ich sorgen dafür, dass die Institutionen, die wir hier errichtet haben, durch nichts gefährdet werden. Adessa ist eine begehrte Beute. Wir haben einen trostlosen Flecken Wüste in eine Oase des Wissens verwandelt. Und deshalb müssen wir Prätorianer sie beschützen. Ich habe gehört, ihr seid ein paar weniger seit der letzten Folge. Könnte das sein? Claire Snirenne, hallo. Ich sollte vielleicht mal wieder Dartans Laden aufsuchen. Er hat die besten Gemmen der Stadt, wisst ihr? Aha. Ich habe mich auf das Studium der Sprachen und Reden spezialisiert. Natürlich erkennt die Basilika die vielfältigen politischen Anwendungsmöglichkeiten meiner Forschungen und unterstützt mich mit den entsprechenden Mitteln. Nicht alle Scholaren widmen sich der Wissenschaft. Einige von ihnen, wie Aylali Ayrancourt, müssen zwischen ihren Projekten auch bürokratische Pflichten übernehmen. Und das ist nicht immer ideal. Die Basilika finanziert derzeit mehr auswärtige Experimente als je zuvor. Aber warum sollten sie so viel Arbeit auslagern? Das macht es deutlich schwieriger, den Überblick zu behalten. Gut, ja? Mach's gut. Und dann haben wir hier noch Vivan, ne? Oder was haben wir hier noch? Jagd nach dem Schlangenschwanz, das kennen wir. Ich habe so lange auf sie gewartet. Manche Dinge kann man einfach nicht mit gewöhnlichen Klingen tun. Wundervolle, erlesene Dinge. Gern geschehen. Die Stadt ist absolut unvergleichlich. Und dabei ist sie erst halb fertiggestellt. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welchen Beitrag wir für dieses Land leisten werden. Sowohl in gelehrter als auch politischer Hinsicht. Dort können die klügsten Köpfe der Gnome, die Scholaren, die grundlegenden Regeln und Gesetze der Existenz festlegen. Sie ist der Ort, von dem unsere Macht stammt. Angefangen habe ich mit Sektionen in den Laboratorien. Aufgrund meiner Kenntnisse auf den Gebieten des anatomischen Gleichgewichts und der Physiologie wurde ich jedoch gebeten, mich der Basilika anzuschließen. Meine Kollegen stehen immer an der Spitze der Forschung. Ich muss mein Bestes geben, um mit ihnen mithalten zu können. Gut. Also gut. Dann lebt ihr auch mal wohl. Dann haben wir hier drin, so wie ich das überblickt hatte, ja nur noch Ayrancourt. Ja, selber. Segnet euch doch selber. Dann haben wir vorher noch hier reingucken. Die Schlafquartiere. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Oh, toll. Ach du Scheiße, ist das ein Müll. Na gut. So. Aylali. Hatte die nicht meinen YouTube-Kanal? Möchtet ihr Aylali? Kommt mir bekannt vor. Ich hatte gehört, dass jemand meinem untergebenen Kurdan hilft. Wie es scheint, hat er eine sehr wichtige Depesche verloren. Meine Hochachtung, dass ihr die Angelegenheit zu mir zurückverfolgt habt. Aber Kurdans Fehler ist schwerwiegend. Er wird für den Verlust der Depesche bestraft werden. Warum? Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe die Depesche bei Kurdan in Auftrag gegeben, ja. Aber es war nicht meine Idee. Sie kam von weiter oben. Die Templer haben uns bei einer Abstimmung über den Krieg knapp überstimmt. Doch einige waren misstrauisch und verlangten diese Depesche von mir. Einem Templer muss gehorcht werden. Aber was kann man tun, wenn sie sich widersprechende Befehle geben? Also ließ ich die Depesche schreiben und Kurdan verlor sie. Okay, das kann ich verstehen, aber das wird Folgen für Kurdan haben, das ist doch klar. Kurdan hat nichts zu befürchten. Wir werden ihn weiterhin im Domus beschäftigen. Aber dort wird er bis ans Ende seiner Tage bleiben. Ich muss sagen, ich hätte diese Weisheit nicht von euch erwartet. Ich bewundere euch, dass ihr eure Voraussicht nicht durch eure Überzeugungen trüben lasst. Wow. Ursprünglich hatten die Scholaren diesen Krater entdeckt, randvoll mit außergewöhnlichem Potenzial. Während sie das Gebiet untersuchten, kamen immer mehr Ausrüstung und Leute hierher, bis eine Stadt geboren war. Sie ist das Ergebnis von Jahrhunderten des Lernens. Hier fassen wir die Erfahrungen unseres Volkes zu Grundsätzen zusammen und schaffen somit ein Wissen, nach dem kommende Generationen leben können. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich im Studium der magischen Begabung im Zusammenhang mit der Volkszugehörigkeit. Klar. Aber aus irgendeinem Grund fungiere ich nun in Fragen der Feien und Alpha als Verbindungsglied zwischen Basilika und Domus. Ich verstehe. Ja, ich verstehe auch. Zu Kurdan zurückkehren und da Bescheid geben, dass da jemand ganz schön scheiße zu ihm war.
Was? Ja, da war jemand ganz schön scheiße zu dem armen Kurdan. So, jetzt aber erstmal der Kollege mit der Quest hier. Vielleicht können wir die auch gleich machen. Audun Reiss. Seht euch nur an. Ihr wirkt bei weitem nicht so beschäftigt wie die anderen Menschen, die an den Gerüsten arbeiten. Ihr könntet perfekt sein. Also, Fremder, hättet ihr vielleicht Lust, euch ein paar Münzen zu verdienen? Ohne, dass ihr dabei ins Schwitzen kommt. Versprochen. Worum geht's denn? Ich kenne nicht sämtliche Details. Dafür helfe ich hier zu vielen Scholaren bei ihrer Arbeit. Ich weiß aber, dass sich Scholarin Neren mit Fremdsprachen beschäftigt hat. Es ist somit äußerst wahrscheinlich, dass das Experiment eine sprachliche Studie sein wird. Wo kann ich beginnen? Scholarin Neren hat ihr Quartier in der Basilika Gnostra. Sprecht mit ihr. Sie wird euch alles weitere erzählen. Jo, wie beginne ich das Experiment? Ihr müsst mit Scholarin Neren in der Basilika Gnostra sprechen. Sie wird euch dann sagen, was ihr tun müsst. Die Scholaren fordern hin und wieder einen Assistenten aus den Laboratorien in den Wellen für die Basilika an. Und im Moment bin ich das. Die Basilika ist der Ort, an dem die Scholaren Adessas leben. Es gibt dort neben mir nicht besonders viele Assistenten, aber ich komme zurecht. Findet ihr euch zurecht? Die Basilika Gnostra ist das Zuhause der Scholaren Adessas. Das Forum ist das Zentrum von Adessa und hinter ihm liegt das Livrarium, Adessas Bibliothek. Und das Konsistorium befindet sich, nun ja, noch im Bau. Selbst in seinem unfertigen Zustand ist das Forum ein architektonisches Meisterwerk. Ein angemessener Ort für den Sitz unserer Regierung. Das Livrarium ist unser Hort des Wissens. In ihm finden sich die Arbeiten unzähliger Scholaren, Weiser, Historiker und Magier. Die Scholaren sind die gebildetsten aller Gnome. Man könnte sagen, sie sind die Denker unserer Gesellschaft. Gut, jetzt habe ich aber mal die Frage. A, warum habe ich die Quest jetzt angenommen? Und B, wo waren die Leute nochmal, mit denen ich reden wollte? Da ist der eine und der andere ist jetzt wohin gerannt? Kalinotte Etrene, die habe ich auch noch nicht gesehen. Winre Teiner, Myrene Toll, da ist sie hin. Ara Lollius. Kommt der Name bekannt vor? Haben wir schon gequatscht? Ja, ne? Für uns Fremde gibt es hier nicht besonders viel zu tun. Es kann also nicht schaden, sich ein paar Minuten zu unterhalten. Ja, haben wir. Okay. Dann hatten wir hier noch... Wen jetzt? Was? Bürger von Adessa? Nee. Myrene Toll, da. Kennen wir uns schon? Wart ihr schon im Domus Politica? Ich glaube mein auch. Mein Lieblingsgebäude. Es ist das erste Gebäude, das ich hier fertiggestellt habe, wisst ihr? Jo. Wir sehen uns. Wir kennen uns auch schon. Lenero Faust, ja, an seinen Namen kann ich mich noch erinnern. Aber diese eine hier, Vinaret, kennen wir uns schon? Ach, verdammt, Esklat. Warum musste sich der Narr auch selbst hinter Gitter bringen? Und das alles nur für ein Laib Brot. Auch. Ja, verschwindet. Grüße. Ja, ich gehe ja schon. Kalinotte Etrene, den kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Hallo. Ob ihr nun Gast des Sandsteinguts seid oder nicht, ich fürchte, ich habe nur wenig Zeit für Ablenkungen. Adessa hat für die Wüste einiges getan. Unser Geld sorgt dafür, dass die Eisenhakfeste gerüstet bleibt und die Minen weiter in Betrieb sind. Die Position der Scholaren in der Basilika ist derart abstrakt, dass wir uns um eine Vielzahl von Anliegen und Problemen, sowohl wissenschaftlicher als auch banaler Natur, kümmern müssen. Irgendwie ist es mir zugefallen, dafür zu sorgen, dass das Schatzamt genügend Gold bereitstellt, um unseren Bedarf angemessen zu decken. Ich wurde dafür nicht ausgebildet. Gut. Ja. Dann lebt ihr mal wohl und wir betreten nochmal das Domus Politica. Nee, die Basilika Gnostra. Ach Mann, es ist scheiße. Denn jetzt haben wir Business mit dieser einen komischen Ollen. Da ist die... Natürlich ist die oben. Wo sollte sie auch sonst sein? Aber vorher müssten wir das eine Büchlein noch lesen, was ich extra geklaut habe. Und jetzt haben wir es einfach geschenkt bekommen. Ganz ehrlich. Ist er? So, hier, Linguistik einmal geklaut und einmal normal. Linguistisches Pamphlet.
Eine vorläufige Analyse der Ergebnisse meiner Experimente am Bubble-Trank hat mir zu einer faszinierenden Ausgangsbasis für eine neue Hypothese zum Wesen der Linguistik und der Fähigkeit des Verstandes, unterschiedliche Sprachen zu erfassen, verholfen. Darüber hinaus jedoch, und wahrscheinlich noch weitaus wichtiger, zeigt meine Analyse die unbedingte Notwendigkeit weiterer Forschungen auf, zu deren Durchführung ich zusätzlicher finanzieller und praktischer Unterstützung meiner geschätzten Förderer der Basilika Gnostra bedarf. All jene Gelehrten, die mit meiner bisherigen Forschungsarbeit noch nicht vertraut sind, sei hier ein kurzer Überblick gewährt. Mein Bubble-Trank soll seinem Anwender anhand einer Änderung des Mischverhältnisses der Körpersäfte sowie umfassendes Verständnis als auch vollendeten Einsatz fremder Zungen ermöglichen. Meine Probanden waren nach Verabreichung einer Variante dieses Tranks einer kurzen Untersuchung unterzogen. Ich stelle ihnen Fragen in verschiedenen Sprachen, die sie darauf in eben jenen beantworten sollen. Seltsamerweise verleiht meine gegenwärtige Formel des Bubble-Tranks den Probanden zwar tatsächlich ein meisterhaftes Sprachverständnis, allerdings liefert dessen aktive Anwendung äußerst diffuse Ergebnisse. Üblicherweise durchläuft die Wirkung des Trankes drei Stadien. Zu Beginn des Prozesses beschreiben meine Probanden ihr Sprachvermögen als nahezu ins Gegenteil verkehrt. Wollen sie einen Laut wiedergeben, tat ihr Mund das genaue Gegenteil. Das Mischverhältnis der Körpersäfte versucht jeden beabsichtigten Buchstaben durch dessen Gegenüber zu ersetzen. Im mittleren Stadium, in dem die Wirkung des Trankes am stärksten war, waren die Probanden zwar in der Lage, die beabsichtigten Laute zu erzeugen, allerdings nicht in der gewollten Reihenfolge. Ihre Münder warfen ihre Antworten einfach durcheinander. Und schließlich im letzten Stadium, in dem die Wirkung des Trankes langsam nachzulassen begann, gaben meine Probanden an, den beiden zuvor beschriebenen Phänomenen sogar gleichzeitig ausgesetzt zu sein. Lautverkehrung und Substituierung manifestierten sich simultan. Wenn ich doch nur jemanden finden könnte, dessen Verstand eine Analyse dieser Prozesse vornehmen könnte, während er sich unter dem Einfluss des Trankes befände. Vielleicht könnte ich das Rätsel dann entwirren. Ach du Scheiße, das wird ja ein geiles Minigame. So, Claire's. Ja. Als ich Audern mit der Suche nach Testpersonen beauftragt hatte, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemanden von eurer Körpergröße finden würde. Aber er hat es gut gemacht. Ich würde sogar sagen, ihr seid perfekt geeignet, um meine neueste Arbeit zu testen. Hurra! Das ist jetzt wirklich die Sprachprüfung, von der ich gerade gelesen habe, oder? In so vielen Worten ausgedrückt, ja. Ich entwickle einen Trank, der für die Diplomatie der Zukunft unverzichtbar sein wird. Ein Trank, der es dem Anwender erlaubt, fremde Sprachen zu verstehen. Er erfordert allerdings noch einige Anpassungen. Derzeit gewährt der Trank zwar ein allumfassendes Verständnis, ermöglicht jedoch kein verständliches Sprechen. Ich werde euch eine neue Formel verabreichen. Die Zauber in meinem Labor sollten dann die Auswirkungen eingrenzen, sodass ich euch einige Fragen in verschiedenen Sprachen stellen kann. Also gut, fangen wir an? Ja. Ich verabreiche euch jetzt einfach den Trank. Und schon können wir beginnen. Ja? So, gut, geht los. Wenn ihr versteht, was ich sage, dann nennt mir bitte meinen Namen. Den Namen. Claire's Nerenne. Ich schreibe mir das mal eben auf, ja? Das Ding soll komplett umgedreht worden sein, ja? Das heißt also, ich habe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Scheiße. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und demnach hieße das erste dies ist nicht lustig, nehme ich an. Nee, dies ist nicht dies ist nicht Adessa, hieße das erste. Aha, okay, dies ist nicht Adessa. Wir sollen ihr den Namen sagen. Also, dies ist nicht Adessa könnte wahrscheinlich eher nicht das Richtige ergeben. Gut, dann haben wir hier noch Hrmvdri. So, was haben wir denn hier? S-I-N
Idee sind, wir endlich fertig wahrscheinlich. Ja, sind wir endlich fertig, heißt das. Und das hier unten ist... Das ist das Richtige. Euer Name ist Claire Snirenne. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich werde es nun in einer anderen Sprache versuchen. Mal sehen, ob ihr sie versteht. Sagt mir, wo kann ich den Hof des Sommers finden? Den Hof des Sommers in Dalentat. Riss in Helmen. Das Ader Seidstedt. Na, Yogi, verstände. Das hier müsste sein. Jolvan. Nee, Hof des Sommers. Ich weiß es nicht. Da Ader Seidstedt. Riss in Helmen. Na, Yogi, verstände. Das sind äußerst bemerkenswerte Fortschritte. Hat geklappt. Wir haben schon viel mehr erreicht als meine anderen Testpersonen. Nun gut. Ich bin zwar in der Sprache der Jotun nicht ganz so versiert, wie ich es hierfür sein müsste. Aber ich werde dennoch versuchen, meine letzte Frage zu stellen. Es gibt eine Armee aus Feien, die Tuata genannt werden. Sagt mir, woher stammen sie? Aus Alabastra stammen die. Ich schau mal eben, was das hier so heißt. PP, das ist KK N O U I R und ein L. Knuirl. Wusste ich schon immer. Und das nächste ist... Das ist das nächste. Alabastra. Das ist das einzige, was 4Z hat. Alabastra. Gut gemacht. Das war weitaus erfolgreicher, als ich es mir je erhofft hätte. Die Wirkung des Trankes sollte jetzt langsam nachlassen. Ich muss jetzt gehen und diese Daten aufzeichnen. Ich bin über eure Hilfe mehr als glücklich. Hier, nehmt diese Tränke für eure Bemühungen. Und nochmals danke. Ja. Bitteschön, das war lustig. So ein kleines Minigame hier in Amalur. Ich weiß nicht, ob das spannend für euch war. Oder ob ihr das verstanden habt. Wahrscheinlich habt ihr es verstanden, ne? Das, was da drin stand, von wegen die entgegengesetzten Buchstaben. Also ich habe mir jetzt A bis Z aufgeschrieben. Und darunter nochmal genau umgedreht. So, dass A ist Z, B ist Y, C ist X. Und genau, damit haben wir das Ganze dann gelöst. So, das wäre auch schon alles, was... das angeht. Das brauchen wir auch nicht mehr abzugeben. Das haben wir gleich getan. Dann gehen wir mal hier hinein. Was? Ja, wir gehen hier hinein. Es tut mir leid, ins Livrarium. Ah, okay, hier sind wir. Ich muss mal eben schauen. Wir sind jetzt bei... Oh, wir sind schon bei 43 Minuten. Viel Zeit haben wir also nicht mehr. Eher nichts. So. Und jetzt haben wir Bruder Till eigentlich fertig, aber uneigentlich auch nicht, weil wir nicht alle Bücher besitzen. Was? Ja, wir besitzen halt nicht alle Bücher. Es tut mir leid, das ist halt echt unpraktisch. Dadurch, dass ich die halt wirklich einmal verkauft habe bei den Reisenden und wieder zurückgekauft habe, um die gestohlenen Dinger da wegzukriegen, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, funktioniert das alles nicht mehr. Was gibt's hier hinten noch? Eine Kiste? Nö. Ach komm. Doch, den Zunderzweig nehme ich mit, den Rest kannst du behalten. Hier ist noch irgendwas drin. Kompendium 1, mal wieder. Was haben wir hier oben? Aufschließen Gerüst. Okay, wir können nicht zum Gerüst. Sag mal Klettergerüst. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Tiltsammlung. Noch mehr Tiltsammlung. Ist das jetzt zwar dasselbe gewesen? Nee, ist es nicht. Das war die 7, das andere war die 8. Gut. Also doppelt hält bekanntlich besser, ne? Ich hab da auch nichts gegen. Scholar? Was? Ja, du bist ein Scholar. Es tut mir leid, das zu sagen, aber du bist nun mal ein Scholar. Das Abenteuer. 9. Guten Tag. Hallo. Brauchen wir auch nicht. Donnes Wehre. Mit dir reden wir gleich noch.
Ansonsten haben wir hier nur Bürger, 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 Bürger. Genau. Dann reden wir hier noch. Dann holen wir uns noch die Quest und dann war's das für diese Folge. Ah, macht ihr einen Rundgang durch unsere großartige Stadt? Sie ist wunderschön. Von hier bis hin zum Sandsteingut. Es wurde während der Anfangszeit des Krieges gegründet. Glücklicherweise weit entfernt von den Kämpfen. Sie ist das vielleicht gewaltigste Haus des Lernens in den gesamten Feienlanden. Die Vielschichtigkeit der Ideen und Gedanken dort drin ist wahrlich überwältigend. Das Forum ist ein Ort für alle Gnome. Dort lernen wir Templer Demut vor dem Vertrauen der Bürger in unsere Führung. Ich muss unbedingt wieder dorthin zurück. Ich verbringe nicht annähernd so viel Zeit im Livrarium, wie ich möchte. Wir sind sozusagen die Richtlinien Adessas. Mit unseren Händen und Stimmen führen wir unser Volk und unsere Nachbarn. Ich überwache einen Großteil unserer wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Mächten. Der Weg zur Diplomatie ist in vielerlei Hinsicht mit Gold gepflastert. Och, mir ist gerade was eingefallen. Die Antwort auf die zweite Frage wäre gewesen, die Gärten von Ysa. Untersuche Kapitel 1, erste Pläne. Dem Titel zufolge ist dies ein Kapitel aus den Memoiren von Galenun Hegem, dem gnomischen Steinmetz, der Adessa entworfen und einen Großteil der Baumaßnahmen überwacht hat. Am unteren Rand der Seite befindet sich eine interessante Notiz, die andeutet, dass irgendwo in der Stadt ein Schatz versteckt ist. Nehmen wir mit. Erhalten Adessa 1. Interessant, da haben wir in der nächsten Folge einiges zu lesen, wie es mir scheint. Ich wollte kurz sagen, aber das sollten wir, glaube ich, auch zuerst machen. Wenn ich bedenke, dass wir hier dann jetzt noch gleich die... das letzte Gebäude haben. Ja, das Forum. Forum Romanum. Oh, hier gibt es aber auch nicht so viel, ne? Möchtet ihr euch unterhalten? Wenn wir uns das hier so angucken. Ich meine, wir haben hier hinten Joriel. Das könnte also interessant werden und sollten wir auf jeden Fall nicht auf die... Oh, hallo. Hä? Hier steht Hurra, die geteilten Spiele von Lizzie stehen jetzt wieder zum Spielen zur Verfügung. Aber um Lizzies Steam-Symbol ist noch das Spiel-Symbol, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, wenn ihr Steam besitzt, wisst ihr ja wahrscheinlich, online ist blau, möchtet spielend ist grün. Und... aha, was haben wir denn hier? Eine weitere Notiz. Anweisung. Der Templer hat ausdrücklich angewiesen, dass keine Handlung gegen den Gast im Sandsteingut vorzunehmen sind. Das Amt des Templers ist allein zuständig für die Handhabung des Gastes. Niemand sonst. Man dankt. So, und hier haben wir Joriel. Und wenn mich nicht alles täuscht, kennen wir diese Frau schon aus Ysa. Damals habe ich mir schon gedacht, die kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich auch wieder, woher. Jo, Freunde, ich gucke einmal hier drauf. Nee, Bürger, 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 Scholar, 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 Scholar. Nee, hier haben wir tatsächlich nur Joriel drin. Mit der sprechen wir in der nächsten Folge. Also, werden wir jetzt noch ein Büchlein lesen, was wir dann aufgreifen werden. Und das ist Adessa 1. So, Adessa 1. Oder ins Depesche. Ach, können wir jetzt auch noch lesen? Ach, haben wir ja schon gelesen. Ich bin doof. Ja, Adessa 1. Erste Pläne. Als ich den Ort das erste Mal erblickte, war er nichts als ein Krater mit einem Funken möglicher Erhabenheit. Aus den nahegelegenen Steinbrüchen von Apertüre wurden weiße Steine ausgegraben, selten anzufinden in der Türe. Aus ihnen wurde mein Meisterwerk geboren. Die Stadt sollte ein leuchtender Juwel unter den roten Felsen sein, eine Rose in der Wüste. Hier begann alles, in dieser einfachen Bibliothek. Einst eine Festung, ein Ort des Lernens, ist sie heute so viel mehr. Alle Geschichten beginnen und enden in diesen Hallen des Wissens. Auch eine Geschichte, Leser, die mit euch beginnt. Meine Stadt ist mein Lebenswerk, und wer sie so zu kennen sich bemüht, wie ich sie kannte, wird belohnt. Es gibt einen Preis an einem Ort versteckt, an dem jeder ihn findet, der danach sucht. Wenn der Suchende nur vom Geburtsort der Stadt bis zu ihrem Ende wandelt. Zuerst errichtete ich das Livrarium. Nachdem es fertiggestellt war, wandte ich mich der Garnison der Prätorianer zu, um die Wahrheiten zu schützen und zu wahren, die wir auf diesen Inseln beherbergten. Gut, alles klar. Also geht's in der nächsten Folge, nachdem wir das mit Joriel abgehandelt haben, zur Garnison der Prätorianer. So, Freunde, und das war's für heute mit uns. Wer noch dranbleiben will, gerne dranbleiben. Wir verlesen wieder Sachen. Also, ich verabschiede mich von allen, die die Bücher nicht interessieren. So, an all die Willigen, die Wissensdurstigen haben wir hier einiges zu lesen, unter anderem das Vorwort zu den Memoiren.
von Tür Magnus. Es wurde als abgelehnt bezeichnet. Ich bin nun seit Jahren Champion. Keiner in diesen Landen ist fähig oder listig genug, mich zu entthronen. Und trotz des tobenden Krieges ist meine Geschichte eine sehr lehrreiche. Ich habe den Schutt eines zerstörten Feinhauses genommen und daraus ein von sterblicher Hand geschaffenes Wunder in die Türe geformt. Und ich bin damit aus dem Loch der Armut gekrochen, das mein Vater so freudig für mich gegraben hatte. Ah ja. Teil 1. So, um Tür Magnus zu kennen, müssen wir mit seinem Stammvater beginnen, Rot Magnus. Amalur kennt Rot Magnus, den Söldner, nicht und auch nicht Rot Magnus, den Vater. Doch er war beides, bevor er den Feind Engard besiegte und zum ersten sterblichen Champion wurde. Als ich ein Kind war, reisten er und ich durch ganz Amalur, auf der Suche nach Kämpfen. Er suchte nach Gegnern, die ihm Kampftechniken zeigen konnten, die er noch nie gesehen hatte, damit er Wege ersinnen konnte, sie zu besiegen. Er war fasziniert von den Bewegungen und Methoden des Kampfes. Gemeinsam besuchten wir unterschiedlichste Orte, meist Tavernen, wo Wachen und andere Milizionäre ihre dienstfreie Zeit verbrachten. Mein Vater beleidigte die Gäste mit seinen Worten, bis sie ihn angriffen. Immer besiegte er sie mühelos. In den seltenen Fällen, in denen es seinen Gegner gelang, ihn tatsächlich einmal zu treffen, wandte er sich während des Kampfes zu mir und sagte, »Nun lernen wir, Tür!« Und es war wahr. Keiner konnte ihn je wieder auf dieselbe Weise treffen. Nach einer Weile schien es, als könnte keine Wache und kein Milizionär meinen Vater besiegen, und er nahm Arbeit als Söldner an, auf der Suche nach neuen Gegnern. Teil 2 fehlt uns leider, aber deswegen lesen wir jetzt einfach mal Teil 3. Und so kommen wir zum Haus der Tapferkeit. Die Besessenheit meines Vaters führt ihn nach der Türe, zu den Feinden der Tapferkeit, die allein um des Kampfes willen kämpfen. Es war nicht schwierig, sie davon zu überzeugen, einen Sterblichen an ihrem Wettkampf teilnehmen zu lassen. Rot Magnus war der erste Sterbliche, der darum bat. Doch die hunderten von Jahren der Erfahrung, die die Feinde meinem Vater voraus hatten, waren angesichts der reinen Kraft seines Willens bedeutungslos. Ihr Champion Engard fiel und mein Vater herrschte etliche Jahrzehnte hinweg. Das Haus der Tapferkeit gehört nur den Sterblichen und schon bald sollte es mir gehören. Okay, also das Vorwort war vom alten Magnus, das andere war vom jungen Magnus. So, und jetzt haben wir hier rein theoretisch noch die Motus-Berichte. Ist halt scheiße, dass uns da die ersten fehlen. Wenn wenigstens der erste da sein würde. Aber na gut, das war's. Wir haben hier noch die ganzen Sachen im Plunder, das können wir wegpacken. Und dann wünsche ich auch den Wissenswilligen noch einen wunderschönen Tag. Das war's für heute und in der nächsten Folge erfahren wir, was Joriel eigentlich mit uns vorhat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!